Wir suchen lebendige und aktive Christen in Deutschland. Im nächsten Jahr werden wir 20 verschiedene Gemeinden besuchen und eine Reportage über euch drehen. Macht mit und gewinnt im großen Finale 10.000 Euro. Wir sind angekommen in Essen, hier am Julius Dammhaus, hier ist die Gemeinde zu Hause. Es ist kalt, deswegen gehen wir gleich rein und freuen uns auf einen richtig schönen Abend. Sind bereit und gespannt, die Jugend hier kennenzulernen. Auf geht's! Die Gemeinde im Julius Dammhaus befindet sich mit ihrem Gebäude sehr zentral in Essen. Bei JET, junge Erwachsene und Teens, treffen sich jede Woche etwa 15 Jugendliche. Nachdem wir uns vorgestellt haben, lernen wir die Gemeinde mit seiner besonderen Geschichte kennen. Ja, unsere Gemeinde ist entstanden vor jetzt knapp 11 Jahren. Wir wohnen hier im Stadtteil und die Kirche hat viele Kirchen einfach zugemacht. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein, dass Kirche überall zumacht, weil Jesus ist gekommen und der hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und dann haben wir uns zusammengetan mit 10 Leuten, hatten wir das auf dem Herzen und haben gesagt, wir wollen hier Gemeinde bauen. Und durch ein großes Wunder sind wir hier in dieses Haus gekommen und durften das mittlerweile auch kaufen und sind jetzt seit, ja, ich glaube, knapp 11 Jahren sind wir hier. Also wir sind über die Jahre sehr stark zusammengewachsen und wir sind auch in der Gemeinde viel aktiv, im Worship, in der Technik, im Kindergottesdienst. Wir sind wirklich, ergänzen uns sozusagen gegenseitig und sind wirklich wie so eine große Familie, also klein-große Familie. Es geht wahrlich schnell, sich in die Gruppe einzufügen. Nach dem Gebet starten wir erstmal mit einem gemeinsamen Lobpreis. Das ist so, also echt eine Familie, eine richtige Familie, so eine geistliche. Und hier finde ich einfach, man kann zu jedem gehen, man kann so zu jedem sagen, ey, ich brauche da Hilfe und so. Und die sind bereit, die helfen dir sofort. Und ich finde einfach, das ist eine super Sache. Anschließend wird es richtig spannend. Es wurden eigens Flyer und Pullover vorbereitet, mit denen wir uns dann auf den Weihnachtsmarkt begeben, um mit Menschen zu reden. Gleichzeitig laden wir alle ein, den von den Jugendlichen extra gestalteten Online-Adventskalender www.wunderbargemacht.de zu besuchen. Wir machen diese ganze Aktion mit unseren Jugendlichen eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, weil die Botschaft draußen ist. Und jetzt gerade in der Adventszeit, wir haben schon öfter natürlich mit Flyern und allen möglichen Aufhängern gearbeitet, aber in der Adventszeit ist dieser Adventskalender eine coole Sache, man kommt doch relativ leicht mit Leuten ins Gespräch. Und die zweite Sache ist die, dass wir auch unseren jungen Leuten so ein Stück weit mit auf den Weg geben wollen, sich daran zu gewöhnen, im Alltag mitten in der Welt für ihren Glauben gerade zu stehen und sich irgendwie zu artikulieren, zu profilieren und Leuten einfach die Botschaft auf eine natürliche Art und Weise weiterzugeben. Bitte schön. Ich habe halt mit einer Frau ein richtig cooles Gespräch gehabt. Also es war so die Sache, die mich richtig berührt hat, weil Gott einfach da ist und auch zu Menschen, auch in solchen Situationen einfach spricht. Warum liest du in der Bibel? Weil es einfach wichtig ist, weil Gott dazu durch uns spricht und wir können einfach extrem viel lernen, auch für unseren Alltag. Was ist dein Lieblingsvers aus der Bibel? Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie lange möchtest du noch Christ sein? Für immer und ewig. Beschreibe Gott mit zwei Worten. Super toll. Bekennst du Jesus in der Schule? Ja, es ist schwer, aber ich tue es, ja. Wo siehst du dich in Ewigkeit? Bei Gott, auf seinem Schoß. Wer ist Jesus für dich? Mein bester Freund. Was würdest du mit den 10.000 Euro machen? Hier was in der Gemeinde verschönern. Warum lässt Gott so viel Leid auf der Erde zu? Weil der Mensch sich für seinen eigenen Willen entschieden hat und Gott außer Acht lässt. Ist es wichtig zu beten? Ja, sehr, weil das ist ein Gespräch mit Gott. Ja,
Ja, also ich habe für mich selber gemerkt, so, dass man wirklich selber diese Entscheidung treffen muss, auch wenn man als Pastorensohn, so wie ich jetzt, aufwächst. Und man geht in die Gemeinde natürlich jeden Sonntag und man betet zu Jesus. Aber diese Beziehung, finde ich, die muss man wirklich selber aufbauen. Ich habe viele Wunder gesehen durch andere, die für Leute gebetet haben. Beispielsweise mein Vater hat für jemanden gebetet. Der hatte ein Bein kürzer, danach ist das auf normale Größe gewachsen. Da meinte ich so, wow, das will ich auch erleben. Und ja, dann habe ich wirklich zu Jesus so, ja, eine Beziehung aufgebaut und mittlerweile erlebe ich auch Wunder. Das ist cool einfach. Als besonderes Element bekommen wir eine Sonderaufführung von dem Tanz, den die Gruppe extra für die Kinderkonferenz eingeübt hat. Jugendliche wichtig für die Kinder und die anderen Jugendlichen einzusetzen, weil unter anderem auch die Kinder uns als Vorbild sehen. Die Älteren halt, sie schauen zu uns hoch und natürlich, was wir machen, wollen sie ja auch gerne machen. Und ich finde, solche Tänze, vor allem jetzt das, was wir gehört haben, ist halt so ein Tanz, wo du einfach mit Leib und Seele dabei bist, also wo du das tanzt, was du hörst. Jesus hat gesagt, wir sollen wie er leben und ich finde, man muss nicht auf jeden achten, der um einen herum ist, was der von einem denkt. Also das ist eine Grundeinstellung, dass man wirklich das abschaltet so ein bisschen, was denken andere von mir, weil das ist im Endeffekt nicht wichtig. Und also man soll einfach zu Jesus beten und ihm sagen, ich möchte eine Beziehung mit dir aufbauen. Ich glaube, das Christentum erreicht viele Menschen nicht mehr, weil es nicht mehr wirklich auf dem Wort Gottes gegründet ist. Vieles wird so verwaschen und wird so lauwarm. Und die Bibel sagt ja auch, das spare ich aus. Also es geht wirklich darum, heiß oder kalt zu sein. Entweder sage ich, ja, Jesus, ich will ganz oder ich will gar nicht. Und ich glaube, Menschen spricht das an, wenn es echt ist. Und Menschen merken das ganz schnell, wenn es nur Gefasel ist und nicht echt ist. Ich würde einfach mal ganz ehrlich Jesus sagen, wenn es dich wirklich gibt, wie diese Typen da erzählen oder wie die auf den Flyern oder auf der Website das erzählen, dann zeig dich mir in einer Art und Weise, wie ich es verstehen kann. Ich glaube, wenn Gott ein ernsthaftes, suchendes Herz findet, dass er auf diese Bedürfnisse reagiert und dass er das in einer Art und Weise tut, vielleicht mehr in der Stille oder mehr auf einem Event oder sonst irgendwo, wie diese Person das erleben kann. Und ich glaube, auf die Art und Weise kann man am besten mit Gott ins Kontakt kommen. Und Jesus hat gesagt, hey, wenn du mich suchst, wenn du dieses Verlangen hast, mit mir in Kontakt zu kommen, hey, ich finde einen Weg, auf dich zuzukommen. Ein schöner und spannender Abend in Essen geht vorbei und es wird Zeit, sich zu verabschieden.